Vielleicht hat er Ja, die neue natürlich. Klamotten. Neue Klamotten? Ja, vielleicht. Wer weiß. Ich weiß ja nicht, Oh. wie die Boutiquen funktionieren. Ah! Ein BH! Kein Kommentar, der war schlecht. Nehmen wir einfach einen Ball, weil ganz ehrlich, das Ding flieht mir. Ich versuche es einfach mit einem Ball Ja, zu ist auch ein fangen. Aber. Ja. Hat nur Teleport und wer weiß. Nein! Das setzt Teleport ein. Ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, die ganze Zeit. Nein, das mache ich irgendwann offscreen. Abrafarm. Ja, ich will einen Abra haben. Oder eher einen Methusalem. Abraham. Ich will einen Abraham. Oh, sagt Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben? Ja, den musste ich auch denken. Aber ich frage mal gerade meine Co-Moderatorin, ob die, warum ist Black Screen? Blackscreen? Nein, bei mir nicht. Ich habe Also, Black Screen. merkwürdig. Soll ich nochmal die Bildschirmübertragung neu anmachen? Ja, probier mal. Ja, weil, also, es wird mir auch so angezeigt, dass er in Skype was überträgt. Ja, ich habe auch das Citra-Fenster gesehen, nur halt mit Schwarz drin. Ach so. Ist es jetzt da? Ach so, Es lädt. jetzt ist gerade kurz schwarz, aber jetzt ist wieder nicht mehr. Oh. Ich habe nur ein Ladezeichen. Vielleicht Oh. einmal auflegen und wieder anrufen, weil wir sind Ja. schon 3,5 Stunden dran. Ja. Und dann Ah, warte, jetzt sehe ich ein Bild, aber sehr pixelig. anmachen. Okay, ja, vielleicht ändert sich das noch. So, Ja, außerdem gerade mal kackt. speichern. Es kackt auch gerade die Qualität ab. Ja. So. Hey, wir sind hier ja auf Route 1, ne? Irgendwann. Das ist hier. Route 1. Ah. War hier auf Route 1 was? War am Strand noch was? Doch, am Strand war was mit Felsen. Na klar, da war eine Höhle, die mit Felsen versperrt ist. Hier ist noch Am was. Strand. Ja, da auch irgendwo. Ja, irgendwas. Boom. 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 Alter, was ist hier denn alles? Da oben ist was. Da muss ich anders hin. Okay, ansonsten sind hier nur Pokémon. Ja, natürlich. Pepe, können wir fliehen? Brauche ich nicht. Syren. Da ist ein Schild. Gewusst wie? Wenn du mit Tauros Felsen zertrümmerst, kannst du an vorher unerreichbare Orte gehen. Zum Beispiel zum 10-Karat-Hügel in der Nähe des Pokémon-Labors. Oh, ja. Nugget. Vom Hähnchen? Okay, die Bildqualität schwankt gerade sehr. Ich kann im Moment nicht sicher mitlesen. Ich bitte Okay. das zu entschuldigen. Ja, nee, macht nichts. So, wo war denn noch mal der Strahl? Ah, Unten da beim unten. Labor links. Ja, hier. Hier einfach bloß runter und dann Links. links lang. Ich versuche mal hier rumzugehen um das Ganze, aber Nee, 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 du sneaky Bitch, so läuft das nicht. naja. Haha, du bist ein starker Trainer, keine Frage. Dann mal rauf mit dir auf den 10-Karat-Hügel. Der irgendwie mehr nach mehr aussieht als nur 10 Karat. Dort erwarten dich noch stärkere Pokémon. Fun Fact, in Hawaii gibt es diesen Berg tatsächlich, der heißt da aber Diamond Head. Oh, Weshalb Sinnoh 10. confirmed. Nein, weil 10 Karat und Karat und. Ah, Aber ich finde klar. es komisch, wie die die Orte aus der Demo alle zusammengeschustert haben. Aus jeder Ecke der Region irgendwie so ein Stück. Oh, Kiesling. so ein Kiesling. Der klaut wahrscheinlich Schulkindern auf dem Schulhof das Aber Geld. ich finde ja auch, was sie gemacht haben, und zwar, eigentlich ist es ja bloß, ist Kiesling bloß eine Mischung aus, naja, Kies und Winzling. Ja. Und nicht gerade aus Fiesling. Das ist komisch. Initiative steigt. Ich glaube, ich werde mal eine Vielleicht ist es auch einfach ein Feuerattacke. asiatisches Gestein. Kiesling. Kiesling. Es ruft um Hilfe, aber niemand kam. Kennst du einen Verkehrsminister von China? ja, Umleitung. Umleitung? Ja.
Oh, billig. Billig, billig. Apropos billig, ich freue mich schon. Dschungelcamp geht demnächst wieder los. Ich liebe diese Sendung. Geht es dann wieder los oder ist es schon losgegangen? Geht erst wieder los. Okay. Je nachdem, in welchem Zyklus du veröffentlichst. Du haust ja gerne mal so 2-3 Folgen auf einmal raus. Ja. Also mittlerweile dürfte es, glaube ich, noch Dezember sein. Sonst wird das Spiel auch nicht aktuell. Nee. Ich denke, es wäre vielleicht bei dieser Folge sogar noch November. Machst du am ersten Tag eine komplette Let's Play? Ja, also das direkt im Let's Play, komplett am ersten Tag. Schade, dass es nicht eine Woche vorher geht, dann könntest du Klickmillionär werden. Aber leider auch gearscht. Ja. Ach, ich wusste nichts davon, so. Die sechseckige Aushöhlung dient ihm als Ohr. Es bewegt sich immer auf Geräusche zu, fällt jedoch ratlos um, sobald diese verstummt. Boah, ich dachte, das ist eine andere Aushöhlung. Nein, Moment. Soll ich es wirklich so nennen? Das ist eigentlich gegen meine Standards. Ich sag dazu nichts. Es kommt in den PC, dann wird es auch versauern. Okay. Und vielleicht wird es wieder freigelassen. Was? Ewigstein im Beutel verstaut? Oh, was ja, hat denn du hast dem das Item weggenommen. Haha! Ich hab denen was weggenommen. Denkt sich Trump auch. Die Freiheit. Die Freiheit nehme ich dir. Ey, das wäre echt so ein Wortspiel auf Alligator-Niveau. Oh, dann bist du und dann ganz so, versichert. Und dann die Wende. Du nimmst mir die Freiheit, ich nehme dir das Leben. Oh, oben lang. Guck, ja, aber nicht auf Tauros. Ah. Guck mal, ob da oben auch noch das Loch für den Pokémon-Sucher ist. Ich glaube aus nicht, da Demo. Waren schon andere Löcher nicht. Aber wir haben dafür ein Lochi gefangen. Oh, nee. Wow. Eigentlich brauchen wir davon ja 2. Aber ein Rockhaar. Oh Gott. Kann sich das zu irgendwas entwickeln? Nee, ist nur so. Das ist verwandt mit Diancy, aber entwickelt sich nicht dazu. Ah, okay. Was passiert, wenn ich Glut einsetze? Nichts, denn das ist Steinfee. Okay. Ah, ist echt schlecht. Ach. Die Attacke. Au! Aber das ist auch nicht so krass. Oh, es ruft um Hilfe, ja. In dieser einfach Hülle ist echt niemand. So, Schleckern. Gegen Fee. Ist normal. Scheint also nicht so schlimm zu sein. Flüchte doch einfach oder tausch gegen Wingull und mach Wasserattacken. So macht das doch keinen Sinn, was du da tust. Na, was? Ja, lieber mit einer physischen Attacke gegen einen Gestein-Pokémon. Ist immer eine gute Idee, du. Ach. Alter. Doch niemand kam. Das ist echt traurig. Vor allem, es ist eine Höhle. Wenn du da rufst, hört das ja jeder im letzten Winkel. Und alle entscheiden sich bewusst dafür, ihm nicht zu helfen. Ja. 11 Superbälle. Gleich nur noch 5. Wenn es nicht den so Teufel an die Wand malen. Oh, ärgerlich. Oh Gott, Katapult nochmal. Ich sollte vielleicht langsam mal das Pokémon wenigstens tauschen, aber... Ach, ich fange es vorher. Tatsächlich habe ich am Ende nur noch 5 Superbälle, das wär's. Und ein totes Team. Na! Oh, ärgerlich. Ja. Ich hätte deinen Rat befolgen sollen. Oh oh. Ach, das wird beim nächsten. Bisschen Spannung ins Spiel bringen. Alter. Du spielst echt mit dem Feuer. Na gut, jetzt kann ich wenigstens das nächste benutzen. Ich sehe alles positiv. Enttäuscht. Außerdem, ich habe Beleber. You want to believe? Ja? Nee. Nimm doch Wingull, das ist effektiv, dann kriegst du ihn wenigstens tot. Ich will ihn gar nicht tot kriegen. Oder stinkt nach Maggi. Na und? Doch niemand kam. Oh, tja. Flügelschlag zum Schwächen dann. Wehrt die Attacke ab, Mann!
Okay, und das jetzt kann einem echt die Laune verderben. Ja. Ne? Hat ja sehr geschwächt. Au, au. Wolltest du doch. Wollte ich, ja. Da kann ich ja eigentlich nochmal. Hast du da voll geschleudert und herabgestürzt? Ja. Und anfällig für Bodenattacken ab jetzt. Keine. Na, noch ein Flügelschlag. Ich weiß, ich richte hier gerade mein Team zugrunde, nur um so ein blödes Pokémon da zu fangen. Na, nochmal ein Ball. Oh, war ja. Koko war ja. Geh war ja. Maskeregen. Oh Mann! Oh. Ich sag es ja, du hast es am Anfang mit deinem Gag gejinxt. Ja. Okay, Hey Junge, setz Tackle ein. Hey Junge, hey Junge. So, das reicht jetzt aber wirklich. So gut ist Rockhara gar nicht. Ja. Was Schärfer? Ist das denn? Schärfer? Angriff steigt. Rockhara ruft um Hilfe. Und jetzt kommt welche, das wär's jetzt. Aber so eine riesen Gang aus legendären. 20 Gene sagt, jawohl. Ja. Gucken, ob das jetzt was wird. Na. Ich hab doch gesagt, am Ende habe ich 5 Superbälle und nicht. Das gibt's doch nicht! Ich glaube, ich muss mal auf Fleckmann um. Lass doch da Trockara in Ruhe. Einen werfe ich noch und wenn's dann wirklich nicht wird. Oh nö! Ja, jetzt kannst du nicht mal mehr einen Pokéball werfen. Ja, hier ist Patrick. Machen wir's. Dann kann ich du, das eine. Dann kill ich das eine und das andere, es wird dann halt, oh weia. Oh. Du kommst da nicht mehr so schnell raus. Mm-mm. Meine Güte. So. Aquaknarre auf das da. Ach komm. Tralalalala. Das war die tollste Idee, die ich jetzt hatte in dieser Aufnahme. Yep. Oh, was? Ich hab's dir gesagt, du wolltest nicht hören. Noch gescheitert. War klar. Oh, platt gemacht von 2 wilden Rockhara. Aber Hauptsache vorher den Inselkönig besiegen. ich bin gerade mal 30 Sekunden. Ich bin entkommen. Okay. Bin mal gerade 30 Sekunden. Ja, okay. Erkunde du mal. Ich werde erstmal mein Pokémon wieder ins Leben zurückholen. Oh weia. Hulk Hogan! Und jetzt noch eine Maxima Lasada. Nee, halt alle Statusprobleme. Nee. So. Dann werde ich mal, weil ich einfach so nett bin zu meinen Pokémon, werde ich wenigstens auch mal eine Pokepause einlegen. Mein Kätzchen braucht die jetzt. Sonst hat es mich nicht mehr lieb. Und ich will nicht, dass es mich nicht lieb hat. Es soll mich lieb haben. Ganz viel. Es soll gewinnen und es soll nicht nochmal besiegt werden. Ich glaube, es kriegt sogar die Fähigkeit, dass es mit einem HP überleben kann. Wenn es eigentlich besiegt würde. Wenn ich mich nicht irre. Na komm. Ja, das ist fein. Oh, da bin ich wieder. Jo, ich bin ein bisschen schockiert. war gerade in der Küche, hab da meinen Kram zurückgebracht und dann hängen an der Kühlschranktür von außen, an der Holzverkleidung, 2 Fliegen. Morddrohungen, oh, achso. Die etwas tun. Ja, das passiert manchmal bei Fliegen. Ich werde, glaube ich, den Kühlschrank nicht mehr benutzen. Ach, also nicht innen, sondern außen an der Tür, aber ich find's sehr eklig. Ich meine, ich habe ja auch da nicht drauf, Sex dann sind sie beide tot. Auch nicht Sex an deinem Kühlschrank. Das ist wie 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, weißt du? Ja, aber ich meine, denen geht's ja gerade gut. Es wäre ja blöd, die jetzt zu stören.